Läuft die Zeit, ja. Hallo, meine lieben Kreativlinge. Oh, mich juckt gerade irgendwas. Ich habe schon ganz rot gekratzt. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ja. Ich habe ja gesagt, ich möchte. Ich habe sie zumindest. Und tschüss. Schon mal aufgeräumt. Die Standschablone aus der Kooperation mit Globalland. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Nur so nebenbei. Ich habe ja jetzt schon. 3 Monate? Die Big Shot. Vorher hatte ich ja die Action-Stanzmaschine. Bei der Action-Stanzmaschine ist mir das tatsächlich nie, also bei mir zumindest, nie passiert, dass meine Stanzschablonen krumm geworden sind. Also die haben sie, ne? Bei der von der Big Shot wölben die sich nach einer gewissen Zeit. Klar, ich kann das entgegenwirken, wenn ich dann die Stanzschablonen drehe und dann halt von oben stanz. Aber bei denen, bei der vom Action ist mir das tatsächlich nie passiert. Egal. Ich habe ja aus der Kooperation mit Globalland diese Szenenkarte hier, Standschablonen, mir ausgesucht. Und ich habe gesagt, ich möchte das einmal so ein bisschen durchtesten, ob, ja, weil Globalland und zumindest habe ich zweimal das Pech gehabt, dass meine Standschablonen, die so Boxen sind, boxenähnlich sind, dass gerade diese Falzlinien, dass die, ja, Schnittkanten waren. und ich habe gesagt, ich will die durchtesten. Und ich muss vorweg sagen, ich liebe diese Szenenkarte. Ich liebe diese Standschablonen. Mittlerweile frage ich mich, warum ich die nicht früher bestellt habe, beziehungsweise, mir aus der oder im Zuge der Kooperation rausgesucht habe. Ich liebe dieses Teil. Ich liebe dieses Teil. Ich habe das ja schon im ersten Video, wo ich die getestet habe mit euch, oder beziehungsweise eine Karte gemacht habe, mit euch gesagt, dass da ja so viele Add-ons dabei sind für einen wirklich sehr guten Preis, wenn ich überlege, was diese Markendinger kosten. Und hier hast du wirklich alles dabei. Du hast wirklich Grasstandschablonen. Das könntest du sogar noch einen Boden einbauen. Dann hast du hier nochmal Gras. Dann hast du hier, ja, Wellen. Dann hast du hier auch nochmal Wellen und Wolken. Und also, ich liebe dieses Teil. Ich zeige euch, was wir heute machen. Beziehungsweise, welche Stempel ich benutzt habe. Die sind auch von Globalland. Natürlich genau der Aufkleber drüber. Aber das sind die hier. Und da ist sie. Auch hier habe ich es wieder gemacht gehabt, dass ich den Boden weglasse, dass man so zusammenklappen kann. Ja, aber da ist sie. Ich finde diese Standschablone so toll. Ah, ich liebe dieses Teil. So. Ich habe einmal hinten das Grundgerüst ausgestanzt. Das ist die Front vorne. Dann das Graszeugs. Dann ist es der Aufleger. So rum. Der ist da hinten, da wo die Wolken drauf sind. Wo so ein bisschen blau leuchtet. Das Gras, die Front. Dann sind es einmal die Seitenteile. Und dann ein bisschen Designerpapier. Das ist alles als Standschablone. Die Wolken habe ich, ja, wie man sieht, wieder aus. So ein Restestück-Ding ausgestanzt. Ja, weil ich eben den Hintergrund gestalten wollte. Genau. Also ich liebe dieses Teil. Mich ärgert es, dass ich es einfach nicht mal früher bestellt habe. So, das sind die Seitenteile. Da das ja als Boden genutzt werden kann, ich das aber nicht mache, schneide ich mir eben diese Klebelaschen ab. Oh, diese sind schief vorne. So, und dann klebe ich mir schon mal das Designerpapier auf, dann ist das auch schon mal aus die Füße.
Also ich bin so begeistert von dieser Szenenkarte. So, das ist das. Dann das da vorne kleben wir gleich auf. Falze ich jetzt einmal. Also alle, oh, das ist jetzt verrutscht. Also einmal alle Falzlinien nachziehen. Ich habe mich echt so lange nicht getraut, diese Standschablone zu bestellen, beziehungsweise, ja, ist egal, ob ich die jetzt mit mir selber bestelle, also ne, privat, zusammen. Also, ihr wisst, was ich meine. Von meinem eigenen Geld oder ja. So, dann. Nee, das ist das Falsche. Das da. Dann fange ich mit dem einen Seitenteil an, weil dann kann das schon mal anziehen. Schauen wir mal. Ja. Wobei das eigentlich egal ist, welchen Grasteil ich zuerst nehme. Weil das eine, ja, ne, hat hier einen Hügel. Der Hügel hier ist links und der Hügel hier ist rechts. Ist ja das eigentlich egal. Oh, Nase juckt. So. Schaue ich, dass da unten die Linie einigermaßen gerade ist. Und vor allem ist die eigentlich so einfach zusammenzusetzen. Ich hatte so einen Bammel davor irgendwie, weil nicht wusste, weil das immer so ein bisschen kompliziert aussieht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich habe dann echt gesagt gehabt, nee, komm, jetzt magst du mal. Du willst es unbedingt testen, weil ich bin ja neugierig. Und ich bin so begeistert. Ich liebe dieses Teil. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon mittlerweile die dritte Karte, die ich davon mache. Aber ich wollte ja sowieso einmal alles durchtesten. So. Dann kann ich eigentlich auch schon mal ankleben, das eine Seitenteil. Das auch schon mal anziehen. Wenn das schon mal alles anzieht, können wir uns dem Hintergrund widmen. Da habe ich eben einfach diese Wolken, die dabei sind aus dem Set, wie man sieht. Ja, das sind die. Habe ich einfach ausgestanzt aus dem Restestück. Und dann nehme ich die Farbe Tumbled Glass. Und so kann man sich nämlich auch seinen eigenen Wolken. Ich habe zwar einen, aber. Ja. So kann man sich nämlich auch seinen eigenen Wolkenstencil machen. Wie gesagt, ist es ja alles dabei. Ist ja wirklich alles dabei, was man eigentlich braucht. Ah, ne, die Decoration machen wir zuerst. Da habe ich einmal Wolken ausgestanzt und ne, ihr seht, Wolken und Sonne. Das ist auch aus einem Globaland Set. Das war auch eine Kooperation. Das war mit so einer Hintergrundstandschablone, so mit so Strahlen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe so viele Standschablonen und Stempel, das ist schon der pure Wahnsinn.
So. Sonne lasse ich ein bisschen drüber hinaus gucken. Dann das eine Wölkchen. Wie habe ich es denn bei dir gemacht? Ja, habe ich auch so gemacht. Dann die große da unten hin. Und die andere kleine da oben hin. Das macht nichts, wenn die so drüber hinaus gucken, weil wenn ihr genau hinguckt, ist es nämlich hier auch. Und da dieser Aufleger kleiner ist als die, als das Grundteil, sage ich jetzt mal, ja, es schaut nichts drüber hinaus. Selbst wenn, würde mir nichts ausmachen, weil die Füchse gucken im Endeffekt auch drüber hinaus. Da fällt mir gerade ein, weil Georgie letztens nachgefragt hatte, habe ich zufällig eine fertige hier. Und tschüss. Also das ist eine A6-Karte. Ja, ist etwas größer als eine A6. Schmäler, aber länger. Aber ja, wenn man die dann halt aufhebt, ins Regal stellt oder so. Hier sogar kleiner. Nee, A5. Nee, A6. A5 wäre die halbe. Ja. So. Jetzt machen wir hier einmal Kleber drauf. Auf die. Bin ich überhaupt im Bild? Ja. Und dann noch einmal hier. Und dann brauche ich es nämlich nur so zusammenklappen. Andrücken. Ordentlich. Von beiden Seiten vielleicht. So. Da hat sie was gezwickt. Das ist aber nicht. Das ist aber nicht gerade. So. Und dann ist die eigentlich schon fertig. Jetzt kann man uns unser Zeug dekorieren. Hier sind die Sachen. Futzel kleines Zeug. Weil ich wollte es schön bunt gestalten. Einmal das Füchslein. Andere Fuchs kommen da vorne hin. Ja, das geht noch. Aber die Blümchen werden sehr futzelig. Wo ist da? Ist mein Pilz. Der kommt dahin und dann habe ich meine Blümeleins noch. Einmal. Und dann da hinten nochmal. Da habe ich ein blaues Blümelein genommen. Und nochmal ein pinkes. So. Dann habe ich hier noch ein. Ja, mein Schnipsel ist nämlich weg. Ich hatte mir da eigentlich irgendwo einen Schnipsel hingelegt. Ach, da ist er, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Ich
Oder auch nicht. Bist du jetzt wieder abkauen, ja? Ich glaube, jetzt bist du für immer weg. Oh, ich glaube, der ist jetzt unter die Platte gerutscht. Ah, ne, da ist er. ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ja, man sieht Spiegeln. Ein Stück Folie. Meistens von den Stempeln, weil ich die ja, wenn die bei mir ankommen, sind die ja so und dann ist ja da diese Folie drauf. Und ich sortiere mir die ja immer so ein, weil die einfach so besser für mich in mein System passen. Und da bleibt ja diese Folie immer übrig. Oder ich heb sie oft auf. Für Schüttelkarten und was weiß ich. Und für sowas zum Beispiel. Klar kann man Laminierfolie dann nehmen. Aber ich habe das ja schon da quasi. Und da hebe ich die mir halt einfach auf. So, und da ist nämlich die Libelle dabei. Einmal durchgerutscht. Schon wieder durchgerutscht. Dann machen wir es halt eben mit der Hand. Ich muss noch ein wenig. Jetzt sitzt es dahin. Okay. Dann können wir vorne noch das dekorieren. Und das Happy Day. Und dann eben die Blümeleins. Dann wäre das Kärtchen auch schon fertig. Ja, also ich finde diese Standschablone mega. Da könnte man sich jetzt wirklich austoben bis zum geht nicht mehr. Aber ich glaube, das reicht erstmal. ich habe noch ein paar andere Projekte vor, die jetzt auch mal in Angriff genommen werden möchten. Und gleich mal wieder wegräumen mein Zeug, dass wieder ein bisschen ordentlicher wird. Ich habe letztens extra meinen Schreibtisch aufgeräumt, habe mir ein neues Sortiersystem und alles gemacht. Und habe gedacht gehabt, ja, der schaut jetzt wieder so einigermaßen schön aus, mein Schreibtisch. Ich habe jetzt wieder einen Überblick. Ah, mein Stuhl hängt. Ja. Und dann mache ich wieder 5 Projekte gleichzeitig. Weil ich ja bescheuert bin. Egal. Jetzt kann ich aber das Projekt beenden. Meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund und bye bye.